tauschfreie Wirtschaft. Entscheider und Entscheidungsträger In der Vergangenheit wie in der Gegenwart sind die Erfahrungen von Gemeinschaften mit einer Führungselite nicht die besten. Egal ob es sich um Regierungen, Könige oder Häuptlinge handelt. Sie erpressen oder erheucheln sich eine Gefolgschaft, mit der sie zum eigenen Vorteil und zum Nachteil einer großen Menge anderer agieren. Sie benutzen andere mit Zuckerbrot und Peitsche, solange sie diese brauchen. Die Gefolgschaft war und ist ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche. Leichtgläubige Menschen, meist gesellschaftlich benachteiligte der jeweils aktuellen Führung, fallen gerne auf ihre falschen Versprechungen herein und unterstützen sie. So kommen sie zu einer Gefolgschaft oft blinden Gehorsams. Und so löst die nächste egozentrische Führung die bisherige einfach ab. Irgendwann brauchen die Führungseliten keine Versprechungen mehr. Sie können gewalttätigen und wirtschaftlichen Druck ausüben. Falls Ihnen das jetzt bekannt vorkommt, wissen Sie, in welcher Gesellschaft wir leben. Um dieses Spiel endlich zu beenden, ist es Zeit, dass Menschen Verantwortung für ihr eigenes Tun übernehmen. Klingt erwachsen, oder? Und es ist Zeit, sich der eigenen Stärke sowie der Stärke der Gemeinschaft bewusst zu werden, wenn sich diese organisiert und koordiniert. Wissen, Kommunikation, Empathie und Kompromissbereitschaft sind erforderlich, damit eine solche Gemeinschaft entstehen kann. Man muss sich klar werden, Herrscher setzten nur die Ziele und übernahmen ab und zu die Koordination, wenn es nicht zu kompliziert für sie war. Die Umsetzung wird und wurde durch ihre Gefolgschaft durchgeführt. Damit trug und trägt sie die Ziele der Entscheidungen ihrer Führung. Wenn nun diejenigen, welche bisher die Entscheidungen anderer trugen, beginnen, selbst die Entscheidungen zu treffen, welche sie auch später tragen, den Gehorsam verweigern, selbstbewusst werden, nehmen sie anderen die Macht über sich. Aktuell sind diejenigen, die entscheiden, nicht diejenigen, welche die Ausführung und Folgen dieser Entscheidungen tragen. Eine Gruppe von Entscheidern bestimmt, dass andere in den Krieg ziehen müssen, welche Freiheiten anderen zustehen, welche nicht, wie viel Geld anderen für welche Leistung zusteht und wie viel ihnen selbst zufließt, welche Wirtschaftszweige gefördert werden, welche absterben, was erforscht und was gelehrt wird, welche Region erblüht und welche verödet. Zur Erinnerung. Wir befinden uns in einem System der Angst und Wegnahme. Wenige Entscheider entscheiden also darüber, wer ihre Entscheidungen zu ertragen hat. Die Träger der Entscheidungen sind also nicht die Entscheider. Auch das ist kein Zufall. Wenn dann noch hinzukommt, dass diese Entscheider das Leben nicht wertschätzen, keine Achtung davor haben, können andere Menschen anderes Leben als wertlos bewertet und verdinglicht werden. Damit ist der Gewalt Tür und Tor geöffnet. Wie aber kann das geändert werden? Wie werden Entscheidungsträger zu entscheiden? Auf keinen Fall darf eine kleine Gruppe die Möglichkeit erlangen, sich über andere zu stellen, über andere zu entscheiden. Betrachten wir nun, rein zur Veranschaulichung, ein klassisches Staatsgebilde, eine repräsentative Demokratie mit einem Geldsystem. Das Staatsvolk gibt in Wahlen seine Verantwortung ab und trägt die Entscheidungen der Regierung innerhalb der Legislaturperiode. In dieser Zeit hat die Regierung seitens des Wahl- und Staatsvolks Narrenfreiheit. Die Möglichkeit des Wahlvolks noch einzugreifen sind, wenn überhaupt, sehr gering. Aber die Regierung ist abhängig von der Industrie, welche die Arbeitsplätze schafft, deren Arbeiter wieder den Absatzmarkt der Industrie bilden, aber auch das Wahlvolk der Politik. Weil die Presse Teil der Industrie ist, haben Lobbyisten hier die Möglichkeiten, die vermeintlichen Entscheider derart unter Druck zu setzen, dass die vermeintlichen Entscheider keines sind. Mehr noch, Sie bestimmen mittels Geldflüssen, wer diese vermeintlichen Entscheider sind. Damit sind diese nur noch Darsteller und Marionetten. Ist ebenfalls bekannt, denke ich. In einer tauschfreien Wirtschaft ist zunächst das Machtmittel Geld genommen. Weiter sind die Gremien nicht die Entscheider. Das sind, klassisch gesprochen, die Menschen, die das Staatsvolk bilden. Nein, dazu muss nicht für jeden Kanaldeckel in einer Straße das ganze Staatsvolk befragt werden, aber die jeweils Betroffenen, im Beispiel vielleicht die Anrainer des Straßenzugs, der umliegenden Häuser. Es müssen sich diejenigen beteiligen können, die häufig diese Straße benutzen, weil auch sie mit einer Entscheidung darüber leben müssen. Daher muß es hierfür einen zeitlichen und örtlichen Raum zum Austausch geben. Und die Betroffenen müssen Zeit und Gelegenheit für diesen Austausch haben. Und zwar nicht nach zehn Stunden Arbeit oder dreißig Minuten vor der Umsetzung einer längst beschlossenen Entscheidung, sondern dann, wenn sie dem Geschehen dort auch folgen und bedenken, noch berücksichtigt werden können. Auch dieser Austausch darf nicht erzwungen sein. Aber nur diese Träger der Entscheidung können und dürfen die Entscheider sein. Soll die Entscheidungsgewalt delegiert werden können und dürfen? Um der Freiheit Genüge zu tun, ja, aber nur mit hohen Hürden. Struktur. Es ist bereits durchgedrungen, dass nach meinen Vorstellungen der politischen Landschaft eine Art Rätesystem zugrunde liegt. Es kann als dynamisches Rätesystem angesehen werden. Überall existieren kleine Organisationseinheiten. Das können Räte in Produktionsstätten sein, in den Versorgungslagern, in Wohnanlagen, von Interessengemeinschaften aus Sport, Wissenschaft, Kunst, Landschaftspflege und vielen anderen Bereichen. Diese entscheiden in der Regel vor Ort und unter Beteiligung der Betroffenen über die Verhältnisse. Sie sind die Entscheider, weil sie auch die Entscheidungsträger sein werden. Kommen mindestens drei Menschen zusammen und möchten ein Interesse vertreten, sich einer Problematik stellen oder einer Aufgabe widmen, können sie einen Rat bilden. Die Durchschnittsgröße ist mit fünf bis zehn Menschen gedacht. Ganz selten und auch nicht anzuraten sind Gruppen von 50, 100 oder mehr Menschen. Sie könnten sich aufteilen, um sich Teilbereichen zu widmen und dann Delegiertenräte zu bilden. Aber das kann nicht vorweg entschieden werden. Es kommt dabei auf die Sache an, wegen derer ein solcher Rat gebildet, wegen der eine Sitzung angesetzt wurde. Jeder Entscheidungsbedarf entsteht durch eine Situation, in der Betroffene vor einer Wahl stehen und die Entscheidung für eine von mehreren Möglichkeiten jeweils anderen Interessen dient. Es ist zu überlegen, ob von der Entscheidung noch andere betroffen sind. Diese sind bei der Beratung darüber mit einzubeziehen. Und schon hier wird klar, dass immer wieder, aber eben nicht immer, Räte für irgendeine Sache hilfreich sind oder unnötig. Dieses Rätesystem ist nicht statisch, sondern dynamisch. Gibt es überregionalen oder bereichsübergreifenden Entscheidungsbedarf, können Delegiertenräte gebildet werden. Diese bestimmen oder entscheiden jedoch nicht. Sie erarbeiten Vorschläge für Lösungen, die den Räten zur Beratung und Abstimmung vorgelegt werden. Die Lösungen müssen begründet, Vor- und Nachteile dargelegt werden. Es wird schnell klar, dass sich ein Entscheidungsprozess oft länger hinziehen kann. Das ist sozusagen der Preis, der dafür gezahlt wird. Aber das muss nicht bei jedem Punkt so sein. Zudem gibt es Entscheidungsfindungsmethoden, die eingesetzt werden können. So kann ein Moderator eingesetzt werden, der diese Aufgabe übernimmt. Er entscheidet da nicht selbst, sondern führt eine Entscheidung herbei. Nie darf dabei Druck oder Zwang, schon gar keine Gewalt angewandt werden. Die dynamisch und bei Bedarf gebildeten Delegiertenräte dienen der Beratung und Koordination von Abstimmungen. Nach welchem System diese Abstimmungen vor sich gehen, ist im Moment noch offen. Wahrscheinlich ist ein einheitliches Abstimmungssystem auch gar nicht sinnvoll. Wichtig ist, dass die Beschlüsse möglichst so gefasst werden, dass die Belange möglichst vieler berücksichtigt werden, und die Wahrscheinlichkeit gemindert wird, dass Betroffene mit Einwänden nicht wenigstens gehört oder diese sogar berücksichtigt werden. Nein, leicht und einfach ist das nicht. Und es ist nicht immer möglich, die Belange absolut aller zu berücksichtigen. Aber es können vielleicht Lösungen gefunden werden, die wenigstens für jeden lebbar sind. Ist die lebenbejahende und damit empathische Grundhaltung verinnerlicht, werden die Entscheidungen und Entscheidungsmethoden entsprechend ausfallen. Offenheit und tatsächlich Transparenz sind hier dominierend. Ist eine Einigung derart schwierig, dass keine Partei eine Lösung sieht, kann ein Schlichter bestellt werden. Der Schlichter muss neutral und unbefangen sein. Und er hat sich in die Materie umfassend einzuarbeiten, um dann weiter Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Das könnte natürlich auch ein Arbeitskreis zur Schlichtung sein. Der Lösungsvorschlag mit den geringsten Widerständen ist vorläufig und wenigstens für eine begrenzte Zeit anzunehmen. Aber er sollte auch reversibel sein und niemand vor vollendete Tatsachen stellen. Selbstverständlich gibt es einige Gremien, welche ständig beraten müssen. Das werden, so gesprochen, vermutlich Delegiertenräte der Lagerverwaltungen sein oder der Produktionsstätten. Welche Namen sie letztlich tragen, ist weniger erheblich. Was sie tun und wie sie agieren, ist das Entscheidende. Und das hat im Sinne des Lebensraums, des Lebens und am Ende des Menschen zu sein und zwar in dieser Rangfolge von oben nach unten. Das konkrete Ziel, das mit dieser Art der Organisation verfolgt wird, ist denkbar einfach und kommt sogar im Karneval vor. Allen wohl und niemand weh. Davon ist die Menschheit aktuell weit entfernt. Die Gründe für den bestehenden Zustand wurden in den erstellten Beiträgen hoffentlich deutlich aber auch wohin die Reise gehen kann. Eigendynamik. Es ist möglich, dass sich die geeigneten Strukturen von allein bilden, wenn die Verantwortung für das eigene Tun bei denjenigen liegt, die tun. Und nicht alles kann bis ins kleinste vorher ausgearbeitet werden. Vieles wird sich in dem Moment gestalten, in dem es gelebt wird. Doch werden Entscheidungen im Interesse des Lebens getroffen, kann wachsam vertraut werden. Realisation Ich begegne sehr vielen Menschen, welche eine Realisation anzweifeln. Fakt ist, dass solche oder ähnliche Gesellschaften mit tauschfreier Wirtschaft auf andere oder ähnliche Weise bereits mehrfach in der Geschichte existiert haben. Dass sie sich nicht durchgesetzt haben, liegt an der grundlegenden Friedfertigkeit solcher Gesellschaften und der Aggressivität jener, die eine tauschbasierte Wirtschaft als einzige Lösung ansehen. Damit wird auch erklärbar, warum in den Geschichtsbüchern wenig bis gar nichts darüber zu lesen ist. Es ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden, welche überhaupt den Gedanken daran verhindern soll. Welchen Einfallsreichtum Menschen in Bezug der Schädigung anderer entwickeln können, muss nicht näher dargestellt werden. Wer will, findet Wege und Möglichkeiten, wer nicht will, findet Ausreden und Entschuldigungen. Ein Beginn in einer kleinen Gruppe ist möglich. Das kann ein Verein, ein Dorf, ein Stadtviertel oder mehr sein. Aber es ist mit steigendem Widerstand zu rechnen. Wozu jene fähig sind, wie skrupellos dieser Widerstand ausfallen kann, muss nicht beleuchtet werden. Rechnen Sie einfach mit jeder Grausamkeit, die Sie sich vorstellen können oder von der Sie schon gehört haben. Den Anhängern der tauschbasierten Wirtschaft geht es um Macht auf Kosten des Lebens. In der tauschfreien Wirtschaft geht es um die Gemeinschaft und das Individuum gleichermaßen. Und den Erhalt, die Achtung des Lebens. Entscheiden Sie, worin Ihre Enkel leben sollen. Eventuell sind Sie dazu noch nicht in der Lage. Denn der Aufbau einer Wirtschaft ist keine Aufgabe von ein paar Tagen. Daher müssen wir für die kommenden Generationen mitdenken und entscheiden. Wenn wir das weiter einer egozentrischen, sozial unreifen Führungselite überlassen, sind die Ergebnisse klar und die Verhältnisse spitzen sich weiter zu. Daher liegt es an uns, und zwar jetzt und in diesem Moment.